Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute diese wunderschöne Karte. Diese Karte ist jetzt eigentlich eine Babykarte, so ist der Plan. Aber ich habe hier einen kleinen Tipp für euch und zwar, das sollte eigentlich einen Schutzengel darstellen, aber ich finde, das ist ein totaler Schmetterling geworden. Also, ihr könnt es als Schutzengel gestalten, das machen wir jetzt in diesem Video. Oder wenn es euch als Schmetterling besser gefällt, natürlich auch als Schmetterling. Genau, aber grundsätzlich zu der Karte, es ist eben ein herzlicher Glückwunsch. Die Welt ist ein schönerer Ort, seit es dich gibt. Das passt doch auch super für eine Babykarte oder auch zum Geburtstag würde das natürlich passen, wenn man Schmetterling vorne drauf macht. Und ja, die Idee dahinter ist, wie gesagt, dass wir einen Schutzengel basteln. Und ich habe euch ja in meiner, also dieses Video gehört zu einer kleinen Reihe, die ich für euch mache. Es geht eigentlich darum, mit einem einzigen Stempelset ganz viele verschiedene unterschiedliche Karten zu machen. Hat mit der Erstbestellung zu tun bei Stampin' Up. Das verlinke ich euch mal hier, das Video, wenn euch das interessiert. Und diese Karte hier, das war die letzte im letzten Video, eine Hochzeitskarte. Seht ihr, ist einfach auch mit den komplett gleichen Materialien gestaltet. Und dazu gibt es auch noch ein paar Videos mehr, die noch die nächste Zeit kommen. Und ich habe diese Karte deswegen jetzt hier reingelegt, weil die vom Format gleich sind. Das heißt, diese Karten sind eigentlich von der Grundkarte her genau gleich. Und wir haben eben beim letzten Video schon uns die Grundkarte zugeschnitten. Und den zweiten Teil verwenden wir heute für dieses Video. Und dann starten wir jetzt gleich mal los. Die Bestellnummern für die Materialien, die halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Das kennt ihr ja schon von meinen Videos. Und zwar habe ich einmal den Farbkarton Granit, Farbkarton Calypso und Farbkarton in Flüsterweiß. Und was wir jetzt alles brauchen, das schneiden wir uns jetzt passend zu. Die Grundkarte, wie gesagt, die haben wir uns beim letzten Mal schon zugeschnitten. Und zwar habe ich euch das jetzt mal hierher gelegt, was wir alles brauchen. Die Grundkarte hat das Maß 21 cm x 14 cm. Also 21 cm und die Höhe ist 14 cm und das Ganze ist gefalzt bei dieser 21 cm bei Seite bei 10,5 cm. Da ist eben schon unsere Falzlinie drin und das falzen wir uns gleich. Und dann brauchen wir noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Aufleger. Und zwar brauchen wir einmal unseren Papierschneider und schneiden uns jetzt ein Stück in Calypso zu. Und zwar in dem Maß 13,5 x 10 cm. Also ich schneide mir das jetzt hier einmal einfach bei 10 cm zu und in der Höhe bei 13,5 cm. Das ist auch eigentlich so diese übliche Mattung, nennt man das Ganze, also dieser übliche Rahmen, der so entsteht. Also es ist immer ja, von 14 auf 13,5 cm, immer 0,5 cm weniger. Die Reststücke brauchen wir auf jeden Fall noch, also aufheben. Und dann brauchen wir noch ein Stück in Flüsterweiß, das ist die Mattung darüber. Also das ist hier dieser Aufleger, den wir dann bestempeln. Und der hat das Maß 13 cm mal 9,5 cm. Also lange Seite anlegen bei einem neuen Papier, 13 cm hoch. Mit der dunklen Klinge schneiden, wichtig, mit der hellen Klinge falzen. Und dann noch bei 9,5 cm in der Breite schneiden. Das heißt, hier 9,5 cm anlegen und nochmal mit der dunkleren Klinge schneiden. Jetzt nochmal kurz hinhalten, ob es auch richtig ist. Ja, Rahmen sieht schön aus. Können wir lassen. Dann brauchen wir zum Stempeln auf jeden Fall nochmal ein Stück Flüsterweiß. Und wir haben uns auch beim letzten Mal, ich glaube, das könnte passen. Genau, beim letzten Mal haben wir uns auch dieses Reststück noch übergelassen. Das haben wir uns einfach zwar schon in der Mitte gefalzt, aber das können wir jetzt super gebrauchen. Das ist einfach ein Streifen in Granit mit der Höhe von 1,8 cm. Da stempeln wir uns jetzt dann drauf und dann schneiden wir uns den ungefähr in der Länge zu, der uns gefällt. Also ich habe es dann nachher bei 6,5 cm zugeschnitten hier, aber das machen wir jetzt ganz individuell. Also das muss nicht ganz perfekt sein, genauso wie ich das gemacht habe, sondern wie es euch eben gefällt. Ja, und dann legen wir schon mal los. Als erstes wird die Grundkarte gefalzt und hier ist wieder wichtig, wir haben ja einmal eine Falz nach unten, also so eine Talfalz nennt man das Ganze, so eine Beuge nach unten und einmal eine Bergfalz, das ist so eine kleine Beule nach oben. Ich denke, das sieht man hier ganz gut. Und diese Beule nach oben, die muss immer nach innen. Und dann brauche ich wieder meinen Papierfalter, lege mir das hier schön aufeinander. Und falze mir das einmal ordentlich nach.
Das ist meine Grundkarte. Und wie gesagt, beim letzten Mal haben wir die so rum verwendet und jetzt verwenden wir sie so rum, dass man sie so aufklappen kann. Nicht mehr so wie beim letzten Mal als solche Karte zum Hinstellen, sondern als so eine Karte zum Hinstellen. Okay, und was wir als erstes machen können, ist, dass wir unser Kalypso-Papier schon mal aufkleben. Als kleiner Tipp am Rande, wenn man das jetzt so flächig aufklebt, dann verbraucht man ja schon ziemlich viel Material. Was ich eigentlich fast immer mache, wenn ich irgendwie die Zeit habe, ist, dass ich mir das innen entweder rausschneide mit dem Papierschneider, das geht ja auch, oder dass ich mir zumindest ein bisschen was ausstanze, einfach um ein bisschen Material zu schonen. Weil wir sehen das natürlich nachher nicht mehr und diese Etiketten, die können wir später für die nächsten Videos natürlich wieder gebrauchen. Deswegen Material sparen und ausnutzen, so gut es geht, als kleinen Tipp. Dann nehme ich jetzt mir den Flüssigkleber und klebe jetzt schon mal meine Grundkarte auf. Und da brauche ich wirklich nur ganz, ganz wenig Kleber. Ihr seht, ich verteile das einfach so mit dieser dünneren Spitze. Da gibt es ja zwei Spitzen und ich nehme eigentlich immer die dünnere Spitze und klebe mir das jetzt hier auf meine Grundkarte auf. Und zwar, dass ich einen schönen Rahmen kriege außenrum. Das ist eben beim Flüssigkleber ganz gut. Da kann man immer noch ein bisschen schieben und ruckeln. Und schon ist unsere erste Mattung fertig. Und wie gesagt, nachher sieht man das natürlich nicht mehr, dass wir da was rausgestanzt haben, weil da kommt ja noch was drüber. Okay. Und jetzt stempeln wir als nächstes auf jeden Fall, bevor wir weiterkleben. Ich brauche einfach irgendein Schmierpapier unten drunter und dann nehme ich mir jetzt erstmal die Stempel raus. Ich fange jetzt mit dem Hintergrund hier an. Dazu habe ich mir schon meinen Blütenstempel auf einem großen Stempelblock einfach drauf gemacht. Und ich nehme mir die Farbe Granit. Mache mir wieder das Stempelkissen so auf. Ich habe es euch im letzten Video auch schon gezeigt, wie das funktioniert. Und auch hier ist es so, wenn wir so einen großen Stempelblock haben, ist es immer ganz praktisch, wenn man mit dem Stempelkissen auf den Stempel geht. Man könnte es natürlich auch so machen. Meistens mache ich das so, wenn ich kleinere Stempel habe. Und ich mache es jetzt so, dass ich mir das einmal auf dem Schmierpapier abstempel und dann einmal so richtig schön hier auf meine Karte aufstempel. So. Und dann mache ich das Ganze nochmal und lasse mir hier von der oberen Ecke einfach noch ein paar so Blüten auf mein Papier so reinlaufen. Oh, ich habe es mir jetzt nicht einmal abgestempelt. Na gut, machen wir gleich einen anderen Effekt. Man sieht es jetzt, es ist einfach ein bisschen stärker. Das macht aber nichts, wir haben jetzt gleich noch eine zweite Variante, wie man die Karte gestalten kann. Also hier habe ich es beide Male abgestempelt und hier habe ich es einmal vergessen, aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Das lassen wir jetzt so. Mir gefällt es. Zur Not, wenn es euch nicht gefällt, ihr habt ja immer noch eine Rückseite vom Papier. Und dann bleibe ich gleich bei der gleichen Farbe, also bei der Granit, und nehme mir hier noch unser kleines Reststück und den Stempelspruch herzlichen Glückwunsch. Und meinen kleinen Stempelblock, der ist eben für die Sprüche besser. Ich muss noch gucken, dass ich es ungefähr gerade positioniert bekomme. Und gehe mir dann hier einmal, stempel mir das einmal ab. Als Tipp so generell, naja, das ist jetzt nicht so schön geworden, aber wie gesagt, wir haben noch eine Rückseite. Ich mache es nochmal. Als Tipp, ihr müsst in das Stempelkissen gar nicht tief reindrücken. Also ihr müsst da nicht volle Kanne draufdrücken, sondern einfach nur so ganz leicht oben drüber gehen. Das ist gerade so vielleicht als kleiner Anfänger-Tipp ganz gut. Jetzt hoffe ich, dass es was geworden ist. Richtig schön ist es ehrlich gesagt nicht. So. Aber wir haben ja noch einen anderen Reststreifen. Alle guten Dinge sind drei oder vier. Mal gucken. Jetzt konzentriere ich mich mal ganz kurz und gehe vielleicht mal kurz drüber. Aber von so weit hinten immer zu stempeln, ist gar nicht so leicht. Aber jetzt passt's. Was ich sagen wollte, nicht zu fest reindrücken. Dann ist euer ganzer Stempel grau auch an der Seite und dann kann man sich, wenn man so ein bisschen wackelt beim Aufstempeln, schnell so Ränder machen. Und das vermeidet man, indem man nur ganz leicht drauf drückt. Schaut, ob alles benetzt ist mit der Stempelfarbe und dann gerade abstempelt und nach oben wieder hochzieht. Wenn ihr das so aufstempelt und dann so hin und her ruckelt, dann habt ihr ganz schnell einen Rand dran, wenn zu viel Stempelfarbe dran ist. Also gerade aufstempeln und einfach nach oben wieder hochziehen und schon habt ihr einen schönen Stempelabdruck. Okay, dann kann das Grau wieder zu. Auch sowas mache ich immer automatisch. Ihr nehmt euch hier oben
geht ihr hier mit zwei Fingern rein, zieht euch das so nach draußen und kippt euch das einmal zu und schon ist euer Stempelkissen zu. Dann nehmen wir uns noch die zweite Farbe, das ist jetzt Calypso. Ich habe es schon im letzten Video gesagt, das sind zwei verschiedene Stempelkissen. Ihr bekommt immer die neue Variante, wenn ihr jetzt bestellt. Das ist eben noch ein altes. Aber das habe ich noch. Und dann nehmen wir uns hier das Reststück in Flüsterweiß. Dann brauche ich nochmal meinen großen Stempelblock und nehme mir die Blüte raus. Und hier habe ich es jetzt so gemacht, ich gehe jetzt mit der Blüte einmal hier rein. So, dass alles benetzt ist. Seht ihr das? Dann stemple ich mir die Blüte einmal komplett ab. Und jetzt gehe ich mit meinem Stempelkissen, das nehme ich jetzt in die Hand, und gehe hier so am Rand. Seht ihr das? Ein kleines bisschen drüber. So, dass nur die äußeren Spitzen von meiner Blüte so leicht benetzt sind. Ich kann das jetzt nochmal anhauchen. Kann mir das nochmal abstempeln. Und dann habe ich hier diesen kleinen Effekt, dass die Ränder von diesen Flügeln, von unserem hier Schmetterling und später heute im Video dann Schutzengel, ein bisschen dunkler sind. Seht ihr das? Man kann das super machen, wenn man so kleine Fingerschwämmchen hat und darum geht, aber durch das, dass wir das jetzt einfach nicht zur Verfügung haben, kann man das eben auch mit dem Stempelkissen machen. Das wollte ich als kleinen Tipp einfach zeigen. Okay. Dann Handmade. Ich schneide. Und ich schneide das Ganze immer so aus, dass ich so einen kleinen, leichten Rand außenrum habe. Und bei so einer Blüte mache ich es eigentlich immer so, da finde ich, tut man sich ein bisschen leichter, wenn man immer so von außen in eine Richtung reinschneidet. Also ein bisschen breit geworden, aber es geht. Also ich schneide jetzt eben nur in die eine Richtung. Und wenn ich das dann einmal außenrum gemacht habe, dann kann ich in die andere Richtung gehen und mir immer zu dieser Spitze hinschneiden. So hat man einen schöneren Rahmen. Und wichtig ist eben auch hier, am besten nicht die Schere hin und her wackeln, sondern das Papier drehen. So, und da gibt es jetzt für euch ein bisschen Musik. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus und ja, ich bin kein Ausschnittprofi, aber es geht. Was ich jetzt gemacht habe, ist, um diese Blüte zu einem Flügel umzuwandeln, das ist eigentlich der Gedanke dahinter, ist, dass ich hier mir zwei Blüten wegschneide. Und zwar, ich zeige es euch gleich mal gescheit. Dieses hier unten und dieses hier oben. Also ihr könnt es natürlich auch so halten und dieses oben und dieses unten ausschneiden, aber einmal so eine gegenüberliegende kleinere Blüte schneide ich eben unten raus und einmal oben. Damit ich dann nachher wie so zwei schöne Flügel aus dieser Blüte erhalte. So. Und wenn man jetzt ein bisschen Fantasie hat, dann sind das schon mal die Flügel von unserem Schmetterling, beziehungsweise von unserem Schutzengel. Wir machen heute einen Schutzengel aus dem Ganzen. Und dazu habe ich mir einfach was aufgemalt auf Flüsterweiß. Ich habe mir das einfach mit einem Bleistift vorgezeichnet und dann ausgeschnitten mit der Hand. Das ist jetzt so ein bisschen eher so die Schutzengelform, finde ich. Auf dieser Karte habe ich ja den Körper so gemacht wie bei einem Schmetterling. Und ich finde schon, das macht einen ganz schönen Unterschied. Also hier sieht schon sehr nach Schmetterling aus. Wenn ihr einen Schmetterling machen wollt, könnt ihr das so machen. Und wenn ihr so wie ich jetzt in diesem Video eher einen Schutzengel machen möchtet, dann könntet ihr euch das eher so ausschneiden.
und einfach mit einem Feinliner ein Gesicht und zwei Hände und zwei Füße hingemalt. Und schon haben wir hier, finde ich, eigentlich einen ganz süßen Schutzengel. Oder was sagt ihr? Ich finde, das schaut total süß aus. Okay, also wir sind schon ganz schön weit mit unserer Karte. Ich lege mir jetzt das mal hier so auf und messe mir das ungefähr ab, wie weit ich das haben will. Also ich lasse da schon noch ein bisschen was hier. Und jetzt mache ich so, es ist fast ein bisschen zu kurz. Macht es euch ruhig noch ein bisschen länger. Ich zeige euch jetzt noch einen Tipp, wie ihr so ein kleines Fähnchen super hinbekommt. Also ihr habt euch das gerade gekürzt, schneidet euch in der Mitte einfach einen Schnitt und geht jetzt von den äußeren Ecken hier bis zu dem Schnitt hin. Dann habt ihr einfach schon so ein süßes kleines Fähnchen. Hier ist es ein bisschen länger, gefällt mir fast ein bisschen besser. Aber das war jetzt einfach ein bisschen zu kurz abgeschnitten. So ist es halt. Wir machen jetzt einfach eine andere Karte. Ist ja auch gut, wenn nicht jede gleich aussieht. Dann könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt und wie ihr euch das genau nachbasteln wollt. Ich brauche nochmal meinen Papierfalter. Hier ist er. Ich schnappe mir jetzt meinen Papierfalter. Ein bisschen gehe ich nochmal raus. So. Und jetzt mache ich so, dass ich mir die Flügel so ein bisschen biege. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit meiner flachen Kante so ein bisschen in die Mitte und ziehe mir das so ein bisschen nach oben. Und dann nehme ich es genau andersrum und ziehe mir das hier noch ein bisschen nach unten, sodass ich so einen kleinen nach oben und nach unten Effekt habe. Okay, also auf der anderen Seite nochmal hier, gehe ich jetzt so von oben und streife mir das so ein bisschen nach oben. Und dann schnappe ich mir vorsichtig die äußeren Ecken und streiche mir die nochmal so ein bisschen über den Papierfalter drüber nach unten. Und so habe ich einfach so ein bisschen Form für meine Engelsflügel. Dann können wir schon ans Zusammenbauen gehen von unserer Karte. Rucki-zucki. Ich nehme jetzt als erstes die Dimensionals, also die Abstandskleberchen. Setze mir da unten einen in die Mitte auf und schneide mir einen einmal in der Mitte auseinander. Der ist für den Schutzengel. Setze ich mir einfach so in der Mitte auf, ziehe mir hinten diese kleine Folie ab und setze mir den dann so auf meine Flügelchen, wie es mir gefällt. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch zwei unten reinkleben, dann ist er noch ein bisschen weiter oben, aber so passt es auch. Und wir machen es jetzt so. Hoppala. Ich nehme jetzt hier unten die Klebefolie nochmal ab und setze mir da noch einen zweiten drauf, direkt auf den gleichen. Und dann ist der nachher noch ein bisschen mehr, steht dann noch ein bisschen mehr von der Karte ab und man hat noch ein bisschen mehr so diese Sicht auf die, dass diese Flügelchen noch ein bisschen gewölbt sind, finde ich. Das macht sich einfach noch ein bisschen, seht ihr den Bogen sieht man dann einfach so ein bisschen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal unsere Karte drauf, unsere Mattung, nennt man das Ganze hier. Oder unsere Grundkartenbasis, wie auch immer. Und kleben uns das jetzt nochmal mit Flüssigkleber hier schön auf. Wieder mit einem schönen Rahmen. Bei dieser Karte habe ich so gemacht, dass ich diese obere Seite mit Abstandskleber geklebt habe. Seht ihr das? Aber es macht gar nicht so viel Unterschied. Also diese Abstandskleber können wir uns sparen. Und dann nehme ich noch mein Schildchen und das klebe ich auch ganz flach auf. Und das kommt hier relativ weit unten hin. Und so, dass es hier direkt anschließt an meinen roten Rand. So. Wer jetzt möchte, also ich werde mir das jetzt hier so aufkleben, wer jetzt möchte, kann noch den silbernen Garn verwenden und noch so einen Hintergrund machen. Ich mache das jetzt einfach mit euch, weil ich das sehr schön finde. Aber ihr könnt es natürlich auch lassen. Aber wir haben jetzt so ein bisschen eine andere Variante von der Karte. Ich nehme mir jetzt eben das Ende zwischen Daumen und Zeigefinger und wickel mir das ein paar Mal um die Finger. Schneide mir das einmal ab und klebe mir das Ganze dann auf einen Klebepunkt. So. Und dann klebe ich das hier hinten drauf auf mein Engelchen. Ach, ich weiß, was sie da machen. Wir machen den Heiligenschein hin. Da erkennt man vielleicht eher, dass das ein Engelchen ist, oder? Ein bisschen groß vielleicht der Heiligenschein, aber das macht nichts. Der beschützt ganz besonders gut, der Schutzengel. So. Ja, schon fast fertig. Gell? Also was wir jetzt nur brauchen, sind unsere Perlchen. Die sind hier. Und eine kleine Pinzette habe ich da auch immer dabei. Und dann verteile ich mir die Perlen einfach so auf der Karte.
Und ich mache das auch immer gerne, dass ich groß und klein so ein bisschen zusammensetze. Und ich nehme noch eine dritte Perle, die setze ich mir jetzt hier noch hin. Ich finde, das macht irgendwie ein ganz schönes Bild so. Und fertig ist unsere Heiligenschein-Schutzengelkarte. Eigentlich ist sie noch gar nicht fertig, ich habe was vergessen. Ich wollte nämlich hier innen noch einen Spruch reinstempeln, aber das können wir immer noch machen. Also, Karte schnell wieder auf. Ich muss nur kurz den Spruch suchen. Die Welt ist schöner, seit es dich gibt. Genau. Ich nehme mir nochmal ganz schnell das Granit und meinen Spruch habe ich aufgestempelt. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob es gerade wird. Diesmal haben wir keine zweite Chance. Man hat immer eine zweite Chance. Es gibt noch einen Tipp. Also wenn es ganz schief wird, dann könnt ihr euch hier innen drin nochmal eine weiße Einlegekarte machen. Jetzt werde ich wieder sagen, mal schauen. Ich sage jetzt erstmal nichts. Gott, hoffentlich ist es gerade. Ja, es geht. Also ich finde, das ist wirklich gut geworden, oder? Also die Welt ist ein schönerer Ort, seit es sich gibt. Auch aus diesem wunderschönen Stempelset. Und das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Meine Güte. Das sind die blühenden Worte. Entschuldigung, das habe ich sogar beim letzten Mal auch vergessen. Ich bin gerade auf. Hier unten ist die Bestellnummer. Ich habe euch das vorgestellt in meiner ersten Bestellung, deswegen habe ich jetzt ganz vergessen, euch das zu zeigen. Aber mit diesem Stempelset arbeiten wir jetzt noch ein paar Mal in den Videos und ich zeige euch mit einem Stempelset ganz viele Ideen zu ganz vielen unterschiedlichen Karten. Ja, und eben heute das Thema Babykarte mit dem Schutzengel, mit dem Heiligenschein. Süß, oder? Oder eher so eine Geburtstagskarte, passt der Spruch natürlich auch super, mit so einem kleinen Schmetterling. Man kann auch zwei Schmetterlinge machen und die dann so auf der Karte verteilen. Ja, ich finde, das ist eine ganz nette Idee, ganz was anderes. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Tschüss!